Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 3.6.2020. Und unser DAX zeigt sich hier weiter in sehr bullischer Verfassung, sehr kräftige bullischer Verfassung und hat hier weiter Trader in die Weißglut getrieben. Ich muss das mal so sagen, für den Fall der Fälle, dass jemand vielleicht auch in der Selbstreflexion da auch sagt, ja, ich. Aber momentan sehen wir sehr, 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 sehr stark, dass hier richtig, richtig viele was liegen lassen. Also sogar nicht mal nur im DAX. Das ist in vielen Werten wird hier gerade übermäßig Geld verloren, weil die gerade schön auch trenden und vielen das schwerfällt, da überhaupt noch mitzugehen. Also das betrifft nicht mal nur den DAX. Das ist auch in vielen Währungen zu sehen und relativ vielen Werten tatsächlich. Also sehr unterschiedliche Trading-Richtungen, aber trotzdem kriegen gerade sehr, sehr, sehr viele auf die Nase. Da sollte man einfach auch mal ein bisschen in sich zurückgehen, schauen, wie bin ich orientiert, handle ich noch genauso wie vor den oder wie vor ein paar Wochen, wo es richtig gut lief, oder handle ich jetzt einfach anders, ignoriere ich bestimmte Sachen, rede ich mir manche Sachen vielleicht einfach zurecht und so weiter. Einfach mal in sich selber hineingehen, schauen, mache ich irgendwie was anders und dann vielleicht auch einfach mal so einen Reset-Knopf drücken und sagen, okay, ich mache da einen Haken dran und mache halt einfach so weiter wie normal. Gestern haben wir gesagt, dass der DAX an der schönen Marke stand, bei der 11.935. Wir hatten gesagt, dass er da schön nach unten reagieren kann, aber ich hatte Bedenken auch geäußert, dass eben so viele davon überzeugt sind, dass dieser Feiertag jetzt so viel Auswirkung auf uns hat und dass der Markt ja gar nicht so weit oben stehen könnte und eher dann dieses Gap zu machen würde. Und meine Befürchtung war ja, dass alle dann direkt zur Eröffnung gleich sagen, nee, Short rein bis zum Xetra-Gap close und gib ihm Saures und volle Fahrt und dass der Markt dann nach oben durchläuft. Also wir haben auch das, was ich Ihnen in der Analyse mitgegeben haben wir auch für uns dann genutzt. Ne? Also ich habe dann früh reingeguckt, wir haben gesehen, Euwax Sentiment minus 65, voll auf Anschlag. Wer das nicht kennt, einfach mal googeln, Euwax, also EUWAX, ist von der Börse Stuttgart kostenfrei bereitgestellt. Da sehen Sie, wie die privaten Anleger so investieren, Longs, Calls, also ob sie auf steigende oder fallende Kurse wetten. Und grundsätzlich sagt man so ein bisschen, die Privatanleger verlieren halt mehr, als dass sie gewinnen halt. Ne? Also sie liegen öfter falsch, als dass sie richtig liegen. Und deswegen nimmt man ab und an das Euwax-Sentiment einfach hinzu, um zum Beispiel zu sagen, wenn es total negativ ist, wird der Markt halt einfach weiter steigen, ne? Weil das fällt den meisten Privatanlegern schwer, im Trend zu handeln, ne? Das heißt, die handeln dagegen und solange wie die dagegen handeln, kann ich noch mitschwimmen. Euwax Sentiment ist was, wo ich persönlich sage, muss man ein bisschen auch mit Vorsicht genießen, sollte man nicht das ganze Jahr über nur betrachten. Da gibt es auch genug Monate, wo das nicht funktioniert. Momentan funktioniert es, finde ich, sehr gut. Also es ist immer wieder schön indikativ. Und bestätigt einen letztendlich hier vielleicht doch noch ein bisschen Long mitzusuchen, vielleicht auch nicht einen Short ganz zu setzen. Also wie gesagt, wir haben das eben auch für uns genutzt und haben hier, wir hatten ja einen Short drin an der 11.935, haben den auch vorzeitig rausgeholt. Ich meine, der wäre fast gekommen, ne? Wir hatten Teilverkauf auf 11.850. Aber das ist so ein Punkt drüber gedreht, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass überhaupt so nah auf die 8,50 kommt, so negativ wie das Sentiment war. Wir haben dann da auch Teilgewinne gleich auf einen Stand abgesichert, unseren Trade. Und war auch gut so, der hätte jetzt nach oben raus weiter das kaputt gemacht. Und ja, was haben wir gesehen? Der DAX ist gestiegen. So, und Freunde, jetzt kommt so ein Punkt, wo ich sage, ja, sehe ich ganz oft, klappt halt eigentlich nie. Jetzt kommen so die ganzen Leute aus dem Nichts, die plötzlich sagen, total easy eigentlich der Markt, musst halt jetzt hier reingehen, wirfst einen Stopp auf 12.300, wirfst einen Stopp auf 12.600, wirfst einen Stopp auf 12.800, wirfst einen Stopp auf 13.200, wirfst einen Stopp auf 13.400, kommt er eh wieder runter hier. Wissen Sie noch, was wir gesagt haben im Tagesschart, wann fällt der Markt? Markt fällt, wenn es für alle relativ easy und klar ist, dass diese Geschichte nach oben weitergeht. Dass alle eigentlich Longs suchen, sich vom Short abwenden, von der Fantasie abwenden, dass wir hier nochmal eine zweite größere Welle nach unten sehen. Das war immer wieder der Punkt, wo wir gesagt haben, den brauchen wir. Das kann der Markt über Seitwärtsphasen erzeugen. Das kann der Markt über
Na, eigentlich hauptsächlich über Seitwärtsphasen überzeugen, ne? Indem man einfach hier länger mal zur Seite schiebt. Bisher hat er das nicht wirklich in unserer Zone gemacht, ist hier deutlich durchgelaufen, rennt auch jetzt auf die 200-Tag-Linie zu und ich sehe halt rechts und links niemanden. Mich schreibt gar keiner an. Martin, kann ich hier long Richtung 12.800? Keiner. Alle ausschließlich short. Und das macht mir ein bisschen Bedenken, insbesondere die ganzen Kollegen, die dann jetzt auch die Stops rausnehmen, und sie sagen, pff, lass mich doch hier nicht ausstoppen, bin doch nicht bescheuert. Ne, also, das ist, wir beobachten sowas immer sehr oft. So diese Geschichte mit Stopp rausnehmen und sowas, das ist halt was, das klappt halt ab und an und rettet einem echt den Arsch. Aber das klappt doch irgendwann mal nicht. Und wenn das so massiv, so verstärkt auftritt, muss man schon langsam ein bisschen aufpassen, dass da nicht irgendwo das Sentiment dann zu viel Macht bekommt. Also, ich möchte einfach warnen halt, ne? Also ich möchte Ihnen das nochmal ein bisschen klar vor Augen halten und einfach über das Risikomanagement vielleicht nochmal einen Satz kurz verlieren. Weil man kann es machen ohne Stop Straighten. Das klappt sogar phasenweise gut. Das ist auch ein gutes Mittel, um punktuell einfach ein bisschen mehr Druck auf ein Portfolio zu bringen. Man muss wissen, was man tut. Denn was kann passieren? Irgendwann erwischt sie mal. Ja, dann kalkulieren sie ein, naja, dann mache ich ohne Stopp, ist nicht so schlimm. Kann ich bei 12.800 nochmal nachbauen, kriege ich schon wieder raus. Naja, und was macht der? Der rennt dann hoch auf 13.6, rennt dann hoch auf 14.2, keine Ahnung. Und dann hackt sie das ganze Depot kaputt. So schnell können sie gar nicht gucken. Gucken sie mal alleine die 12.800, das ist in 3 Tagen erreichbar. Das sind nicht mal, das sind gerade mal ja, etwas unter 800 Punkte, 780 Punkte. Der DAX hat jetzt auch am Tag gut und gerne mal eine Spanne von 200, 300 Punkten gemacht. Das heißt, es sind nur 3 Tage, die er nach oben machen muss, dann steht er da. Also da würde ich wirklich aufpassen, da würde ich ein bisschen vorsichtig machen. Einfach weil wir das Risiko nach oben haben, weil wir noch keine Umkehrsignale haben und weil mir persönlich zu so viele jetzt auf der. Wir haben nach hier gesagt, wir haben hier gesagt, von hier, vom Märzverfall hoch bis zum Juniverfall und wir wollen sehen, dass die Leute alle long sind. Wir wollen, dass die Leute nicht mehr dran glauben, dass er fällt. Das sehe ich noch nicht. Ich sehe, dass der Markt jetzt gestiegen ist, dass wir uns auch dem Juniverfall nähern, aber ich sehe dieses Drehen in den Köpfen einfach noch nicht. Es ist einfach nicht da, ne? Und da sprechen wir auch im Dienst schon seit Tagen drüber, dass das einfach die Leute zu negativ sind. Ja, hacken die ganze Zeit dagegen. Und irgendwann spielt er denen auch mal in die Karten, ne? Aber die meisten lassen halt jetzt extremst viel Kohle halt auch liegen, ne? Die sitzen dann in irgendwelchen Shorts halt hier und dann fällt der Markt mal 500 Punkte, die kommen noch nicht mal in den Gewinn, ne? Der Markt fällt endlich 500 Punkte, die wollen die ganze Zeit, dass er fällt, dann fällt er 500 Punkte und die kommen nicht mal in den Gewinn und das ist scheiße. Na, deswegen lieber punktuell versuchen, ein bisschen abzugrenzen, wenn man dann in den Short gehen muss. Man kann natürlich auch Long noch mitgehen, solange der steigt, solange der neue Hochs mitbringt. Immer mal wieder kleine Longs möglich. Auch durchaus, man kann so eine 12.800 auch anziehen, hier 12.850. Das ist noch nicht verboten. Das ist so möglich halt. Ne? Ist alles eine Frage des Risikos und der Chance, die man geht. Aber auch wenn man sich die letzten Tage guckt, das ist in den Long wesentlich leichter angelaufen wie in den Short. Das ist einfach so. Na, gut, also das einfach nochmal ein bisschen für den Hinterkopf. Achten Sie darauf, wenn Sie shorten, dass Sie ein bisschen was Rotes auch vor der Flinte haben, ne? Dass auch ein bisschen Druck im Markt zu sehen ist. Dass er, solange der so stabil und so ruhig ist, treibt er eher weiter hoch halt. Ne? Und da muss man sich dann auch mal abgrenzen, auch mal rausnehmen, damit Sie nicht die ganze Zeit hier dagegen hacken. Ne? Ich denke auch, wir kriegen da noch was runter. Also, das verstehen Sie nicht falsch, aber mir gefällt die Art nicht, wie die Leute das, wie die meisten das probieren, weil ich gebe mir auch viel Mühe, dass wir hier jeden Tag irgendwo ein bisschen was raus haben. Sei das mit dem Premium-Dienst, sei das mit den Analysen. Das ist viel Zeit, die ich da reinstecke halt. Ne? Ich meine, ich kriege da auch ein bisschen Geld für. Da kommt da auch ein bisschen was zurück. So ist es nicht. Ich mache das nicht ganz ehrenamtlich hier, aber trotzdem. Also auch für die Videos sind jeden Tag gut 1,5, 2 Stunden, die mir am Abend hier einfach wegfallen. Das muss ich nicht machen halt letztendlich. Ne? Also ich kann auch sagen, gut, dann Videos gibt es nur noch. Keine Ahnung, im Premium-Dienst brauchen das jetzt dort nicht mehr machen oder lassen die Videos ganz weg, machen einfach nur noch einen kurzen 2-Minuten-Clip, den gibt es dann bei uns auf der Seite fertig. Also müssen das nicht machen, aber ich sehe halt oft, dass es vielen hilft. So, und jetzt tut es mir dann halt leid, wenn man das ganze Jahr sich hier distribuiert und Punkt für Punkt dann den wichtigen Marken einfach rumhampelt und dann geht es einfach irgendwann mit dem einen oder anderen durch und dann wird hier reingebuttert. Risikogrenze auf und dann macht das Depot kaputt. Und dann hat sich Traden erledigt für diejenigen. Und ich finde das schade.
Auch für die Zeit, die ich mir für die Leute dann genommen habe. Und das sind häufig die, die zeitlich am anstrengendsten sind, ne? Die am meisten nachfragen, die am meisten wissen wollen, die zerhacken sich dann. Also ich verstehe das manchmal nicht, aber ich muss auch, glaube ich, nicht alles verstehen. Ich wollte Sie nur noch mal mitgeben, auch mal so widerspiegeln, was wir so momentan beobachten, was wir so sehen. Und das ist genau nicht das, was wir haben wollten, halt einfach, ne? Also vielleicht muss er auch mal ein bisschen anfallen, vielleicht muss er mal 200, 300 Punkte erstmal fallen, dass die Leute richtig positiv wären, aber es fehlt halt einfach momentan. Es fehlt halt einfach, dass die Leute hier vom Short ablassen. Das ist tatsächlich so. Ne? Also von daher, auf Tagesebene sind wir jetzt im Bereich der 200-Tage-Linie. Das ist ein wichtiger Widerstand. Häufig sieht man, dass der Markt einmal zumindest auch mal versucht, drüber zu schließen, halt, ne, damit Nachrichten überall stehen kann. DAX wieder über 200-Tage-Linie, alles wieder positiv. Zweiten Crash wird es nicht geben, zweite Welle ist gestorben und so weiter. Sowas könnte noch in die Nachricht später kommen. Dann sieht man meist, dass der Markt erstmal ein bisschen wieder zurückrutscht und dann bekommen wir vielleicht unsere Seitwärtsrange halt. Ne? Vielleicht kommt sie hier oben zwischen den 200-Tage-Linien, dass wir einfach mal 1, 2 Wochen zur Seite schieben und die Leute sich dann total mit der 12.800 anfreunden, Gott und die Welt auf die 12.800 Long aufbauen will. Ne? Und dann kommt er nach unten. Ne? Schön überraschend, vielleicht zusammen mit einer positiven News, wo dann alle sagen, na, das ist jetzt aber übertrieben, warum fällt es denn jetzt doch eigentlich gut? Ne? Und das sind so die Momente, wo sich der DAX dann die Bewegung raussucht halt. Ne? Das ist wie hier unten. Ne, ganze Hongkong-Thema, alles, was die Unruhe gebracht hat, ist nicht ohne Grund dann hier so viel Antrieb gekommen, so viel Volumen halt, auch in den Tagen hier. Ne? Gucken Sie mal, was hier für Umsatz auch drin war und wie schön der jetzt wieder schiebt. Das hat man sehr oft. Also dahingehend, pass mal ein bisschen weiter auf hier. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir spätestens auch ab Juni-Verfall deutlicher wieder zurückrudern. Ich halte auch für dieses Jahr nach wie vor noch möglich, dass wir hier unten ein Gap schließen, aber die Masse muss auf Long gedreht werden. Das ist, sonst kommen wir nicht runter, sonst wird das nichts. Ne? Und im Zweifel macht er das dann halt erst in 1 oder in 2 Jahren und läuft vorher nochmal auf 14.200. Ne? Dann haben sie auch nichts gekonnt, wenn sie die ganze Zeit gegenballern halt. Ne? Also von daher schön aufpassen. Ich bin grundsätzlich bei Ihnen, muss aber einfach darauf hinweisen, dass die Art und Weise, wie man tradet, letztendlich dafür entscheidet oder die entscheidet am Ende, ob sie Gewinn oder Verlust haben. Na, sie können am Ende richtig liegen und trotzdem Verlust haben, wenn sie es einfach schlecht traden. Na, und das ist das Wichtige, das ist das, was sich eigentlich viele gar nicht bewusst machen. Na, sie liegen dann am Ende richtig, haben es genau richtig gesehen, haben es genau kommen sehen, aber haben es halt scheiße gehandelt. Und dann ist nichts bei rausgekommen. Deswegen achten Sie punktuell drauf, wenn Sie hier massiv rein wollen, warten Sie ruhig auch ein bisschen Signale ab. Ein paar starke rote Tageskerzen kann man da ruhig abwarten, bevor man hier massiv auf die Short-Taste drückt. Und Sie werden auch sehen, sobald die kommen, dann kommen auch noch andere rote Kerzen hinterher. Ne? So, und dann darf es nicht so sein, dass sobald die erste lange rote Kerze kommt, die Long drin stehen. Ne? Die ganze Zeit Short aufgebaut. Ne, und dann kommt die erste rote Kerze und sie stehen long drin. Also da wirklich aufpassen. Es ist eine Phase, wo momentan viele verlieren. Dann nehme ich mir auch gerne noch 1, 2, 3, 4, 5 Minuten mehr, um mir einfach noch mal einen kurzen Exkurs zu machen, um Ihnen das vor Augen zu halten. Und ja, okay. So, Tagesschart haben wir gesehen. Sie haben die 200-Tage-Linie gesehen, die ist super wichtig. Wir haben gesehen die 12.800 da oben, 12.850, auch super wichtig. Das sind so die zwei größten Bereiche da oben. Wir haben noch so eine Marke, so knapp um die 12.400 rum. Bisschen versteckt hier gar nicht so zu erkennen, auch auf anderen Zeiteinheiten nicht zu erkennen. Das ist dann das Retracement, was dort noch kommt. Sowie auch ein offener, ach ne, das ist die 270 hier, da ist noch ein offenes Gap. Und ja, also 270 eine kleine Marke, die 400 noch ganz interessant und ansonsten 12.800 und wir brauchen eine Umkehr auf Tagesebene. Vorher kriegt man hier keine Umkehrsignale, sprich der Trend ist dann auch weiter aktiv. Im kurzfristigen Bereich hat man hier jetzt gesagt, wenn die Leute alle hier Short reinhauen, geht er bestimmt weiter hoch. Das hat er getan, 12,5, 12,49 bis 12,100, die waren erreichbar. Die letzte ist jetzt noch nicht ganz erreicht worden, die 200-Tage-Linie fehlt damit noch. Könnte jetzt sogar zum Montag mal, zum, halt, was haben wir, Mittwoch? Zum Mittwoch sogar überlaufen werden auch. Also rechnen Sie damit halt, ne? Die muss nicht Punkt und dann runter. Es kann passieren, aber oft ist es tatsächlich so, dass der Markt erstmal drüber geht. Auch drüber schließt, sogar per Tagesschluss. Ne? Sollte der reagieren, sollte der fette rote Kerzen von der 200-Tage-Linie wegwerfen, dann kann man natürlich auch Short probieren. Ne? Aber man braucht irgendwie so ein bisschen Impuls. Wir müssen sehen, dass da auch Verkäufer aktiv sind. Ja. Nicht einfach pauschal unterstellen, das muss passieren. So, und wenn er von oben dann kommt, haben wir eigentlich eine super Unterstützung jetzt hier.
Auf der 11.895, der 11.900, aber eher auch auf der 11.830. Die bleibt super wichtig. Die war gestern, haben wir gesagt, das ist nur eine kleine Unterstützung. Die wird jetzt viel wichtiger. Na, können wir mit hochziehen hier. Na, no, sag mal. Na, will nicht. Ah, das ist jetzt eine wunderhübsche Unterstützung hier. Aber nehmen Sie auch die 11.895 mit zur Kenntnis. Die ist auch wichtig, ja, wenn er da anläuft. Dann kann er sich schon wieder nach oben aktivieren und weitere Hochs generieren. Ansonsten haben wir hier die 200-Tage-Linie. Ich habe sie auf der Zeiteinheit nicht, deswegen kann ich sie hier nicht anzeichnen. Aber wir können oben das mit einsetzen. Hier die 270, da ist ja noch ein offenes Gap. Na, sollte das kommen? Das ist auch eine schicke Marke, die auch deutlich reagieren kann. Und hier oben muss man dann jetzt auch schon sagen, der ist ja deutlich überkauft auch. Das heißt, wenn er denn mal rasiert, dann wird er auch ein bisschen Strecke ziehen, ja, wird er auch ein bisschen nach unten laufen. Schon alleine auch, wenn Sie das hier sehen, ne, diese lange Phasen, wie der immer überkauft ist, wird er sich dann auch nach unten ein bisschen mehr Schmackes gönnen. Ja, das kann durchaus 270, 400, kann aber auch 12.800 werden. Achten Sie da einfach auf die Marke, ne? Also man sieht das. Wenn da zack hier ran an so eine Marke, rote Kerze weg, dann kann man probieren. Dann kommt wahrscheinlich auch noch eine rote hinterher. Stoppen einfach da drüber legen und dann gucken Sie. Ne? Und im besten Falle kriegen Sie so einen Schub, der dann aber auch noch weitergeht und nicht nur irgendwie krepiert und endet. Also, ja, gut. Dann haben wir das. Ja, insofern haben wir hier auf 2 Stunden, wir können dann noch ein bisschen höher gehen. Dann haben wir noch die 3,70. Dann können wir hier vielleicht auch mal ein bisschen runterziehen. Dass wir hier das ein bisschen mehr in den Fokus kriegen. Ah, hier der. Ja, was haben wir hier unten für. Ja, die. Ich hatte hier immer gesagt, die 11.545 ist mir recht wichtig. Die wird eigentlich jetzt unwichtiger. Wir haben hier nicht so eine richtige schöne zentrale Position. Es ist eigentlich nur die 11.830. Dafür müsste aber noch ein Stückchen höher. Vielleicht so an. Ja, vielleicht sogar an die 200-Tage-Linie. Dann könnte auf die 11.830 zurück. Das würde von der Distanz würde passen. So wäre es jetzt komisch. Von 12,79 direkt runter wäre ein bisschen komisch. Sieht noch ein bisschen aus, wie als fehlt hier was. Ja, aber ansonsten, das hier unten ist eigentlich nicht. Das ist nicht griffig genug. Hier unten ist viel Umsatz gekommen. Das sollte man ein bisschen im Blick haben. Dann der Bereich um 11,600. Und alles, was dann tiefer geht, wäre dann tatsächlich eine Trendumkehr. Aber auch erst dann. Ja. Gut, damit können wir das hier erstmal rund machen. Können wir zumachen. Genau, präziser kann ich es nicht geben. Na, also, hopp oder top, ich denke, der wird weiter steigen, aber ist jetzt nicht garantiert. Kriegt man rote Kerzen, kriegt man Druck rein. Wie gesagt, dann erstmal die 11.895 bisschen in den Blick reinnehmen, in den Fokus reinnehmen. Drückt sich von dort wieder genauso kräftig nach oben. Direkt neue Chance auf 200-Tage-Linie und 12.270. Okay, gut. Dann würde ich jetzt hier zumachen. Sie bleiben mir schön diszipliniert, bleiben ordentlich, bleiben brav. Bleiben risikobewusst, machen keinen Quatsch bitte. Na, sehen momentan genug, die über die Planke springen. Und ja, versuchen sie sich auf die richtige Seite zu stellen, bei denen, die jetzt hier vom Spreu vom Weizen getrennt werden halt, ne? Versuchen sie sich über die anderen wirklich drüber zu stellen. Versuchen sie es wirklich. Versuchen sie sich hinzusetzen, wie würden das jetzt alle anderen machen? Wie würde ich das früher machen? Wie würde ich das ganz am Anfang machen? Machen Sie es anders. Ehrlich, das ist wirklich ist ein guter Rat, glaube ich. Gut, alles klar, dann ich wünsche Ihnen was. Viel Erfolg. Bleiben Sie dran, aber bitte mit Verstand und Geduld. Ja, tschö.